Also mit der Verbindung ist heute wirklich extrem schlecht. Also, was heißt schlecht? Es sind halt immer spontane Sachen, wo komplett disconnected und dann geht's wieder eine halbe Stunde ohne einen einzigen Frame zu überspringen. Also ich weiß nicht, was ich da machen soll. Aber wie gesagt, ich habe andere Server probiert. Ich habe jetzt bei mir irgendwie die IP-Adresse nochmal anders eingestellt mit gewissen DNS-Server selber eingestellt und irgendwelchen Zeug, was man halt online mal gelesen hat, was theoretisch helfen könnte, aber das ist, denke ich, alles Schwachsinn. Es ging vorher immer. Seit ein paar Monaten geht das halt aus einem Grund nicht mehr. Also ohne, dass ich was verändert habe. Von daher habe ich halt jetzt auch nicht erwartet, dass es jetzt wieder geht, wenn ich etwas ändere. Dann bist du ein bisschen festhängend. Hm? So. Geht's denn hier rein? Noch ein Gebäude oder zumindest eine Tür. Eine Spruchrolle. Das war aber irgendwas Feuermäßiges. Orikammer, 50 Schaden. Sogar stärker wie unser Schwert. Ja, ich weiß ja nicht, ob sich das irgendwann mal wieder gibt. Sieht so aus, als ob die Waffe etwas kürzere Reichweite hätte, aber. Bis jetzt kommen wir ganz gut zurecht. Ah, was ist das denn? Eine Ruine oder sowas? Achso, bei Fall Guys. Da muss ich mich ja auch irgendwann mal wieder ransetzen. Oh, was haben wir denn hier? Hammer bekommen. Ja. Das war's wohl mit dem Ding. Jetzt noch mal schauen, aber das wird doch dann bestimmt hier sein. Hm? Na, sieht so aus.
Hier, den kennen wir doch auch irgendwo her. Hey, was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Wie bist du eigentlich an dem wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Okay, muss ich einen kleinen Grundbesitz mal aneignen. Seit letztem Mal weitergemacht, meinst du jetzt Fall Guys? Ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal direkt gespielt hatte, nachdem wir zu zweit gespielt hatten. Weil ich auch vielleicht am Wochenende oder so nochmal machen. Mal schauen, was uns hier für Sachen erwarten. Noch mehr von denen. Die lautesten Gegner im Spiel. Ja, macht halt viel Schaden. Vielleicht sollte man das große zweihändige Axt-Sache hier wieder rausholen, weiß ich nicht. Ich meine, gegen die wird es wahrscheinlich auch reichen. Aber vielleicht nehmen wir wieder das Schwert. Können wir denen eigentlich was wegnehmen? Nö. Jetzt machen wir ein bisschen Schinken hier. Brot. Das dürfte wohl noch recht anstrengend hier drin werden. Das sind auf jeden Fall noch mehr. Ah!
So, geht's denn hier hin? Gibt's eine Leiter nach oben? Ich werde mich mal oben umsehen. Du glaubst, du kommst die Leiter allein rauf? Na, viel Spaß. Ich gehe erstmal hier lang. Schlüssel drin. Ein Hebel. Dein Skelett. Okay. Mit mehr Skeletten. Da wäre der Hammer bestimmt auch gut gewesen. Hier. Was Besonderes? Oh, jede Menge Heiltränke. Viele Mana-Tränke werden wir natürlich nicht brauchen, aber gut. So. Brot, Suppe, Käse. Dann sollte ja wieder alles klappen. Also später werden wir dann natürlich schon diese Heiltränke dort benutzen, aber... jetzt am Anfang die schon zu verschwenden. Dann muss es dort wohl auch nach oben gehen. Na, schauen wir, was der Lester da oben schon so gemacht hat. Das ist wohl das, was du suchst. Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Ja. Ja, überhaupt bei, vor allen Dingen bei den älteren Spielen, sind ja diese Abenteuerleben hauptsächlich mit Schlafen und Essen zu verbringen. Da macht man mal einen Kampf und dann ruht man sich wieder eine Woche aus.
Ja, von diesen Schreihälsen. Mal ein bisschen Erz. Wir haben auch 80 mal Reis. Ja, wir bleiben mal bei unseren guten alten gebratenen Fleisch hier. So, dann mal wieder zurück. Da müssen wir wahrscheinlich schon noch diese Ebene mal nach oben gehen. Ist jetzt die richtige Seite der Leiter? Okay, ich würde mal behaupten, da war die Leiter etwas zu früh zu Ende, aber nun gut. Da ist Lester wieder. Okay, dann kann man die Leiter wahrscheinlich nicht von der falschen Seite benutzen. Siegbringer. Ist er schwächer wie der Todbringer? Ja, jetzt sind wir ganz oben. Was machen wir jetzt hier? Ach, da unten ist das Ding. Da müssen wir wohl wieder ganz runter. Er hat uns ja irgendwelche Zaubersprüche gegeben. Das wird sicherlich wieder damit zusammenhängen, wie wir da rankommen. Jetzt nochmal runter. Jetzt müssen wir nochmal schauen von diesen... Kann man das von hier aus sehen? Da ist der Fokusstein. Also von hier aus kommen wir nicht einfach hin. Hallo, ein Wolf, ein Scavenger, ein Mole Rat. Oh, Telekin. Es waren doch vier Rollen, oder? Jetzt heruntergefallen. Ich denke, wenn man da nur die 5 Standard-Mana hat, könnte es etwas schwierig werden, aber ja, die 7 zusätzliche bekommt man sowieso mehr oder weniger geschenkt, die wir da dazu hatten.
da ist er doch. Sieh mal! Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. So einfach komme ich da nicht dran. Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Warum sind da jetzt neue Harpien? Ein neues Kapitel haben wir jetzt eigentlich nicht sofort ausgelöst. Na, Lirum Larum, wir haben auf jeden Fall jetzt den Fokusstein und können uns ja mal teleportieren lassen. Leute wieder erschrecken hier. Einfach hinter ihnen immer wieder einer erscheint. Sei gegrüßt. Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Fantastisch. Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen? Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt. Um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Nun gut, ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Aber ich kann nichts versprechen. Es scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann gibt es nur noch einen. Einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier. Nimm diese Zauberrune. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Kapitel 4. Hey. Und wir sind jetzt auch Stufe 20 zusätzlich. Okay. Aber mal schauen, ob wir jetzt die schwere Rüstung kriegen. Ich glaube kaum, dass ich daran besinne. Du sollst uns noch was geben. Sei gegrüßt. Saturas sagt, du hättest eine Belohnung für mich. Komm näher. Komm näher. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für all deine Mühen. Zeig mir deine Ware. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel.
Hast du jetzt irgend sowas Besonderes? Kugelblitz. Was hat er uns eigentlich für Tränke gegeben? Trank der schnell ein. Oh, maximale Lebensenergie, das nehmen wir natürlich gern. Und maximales Mana plus 10. Und Trank der Macht 4, Geschicklichkeit und 4 Stärke. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, es könnten 5 oder 6 gewesen sein. So, jetzt haben wir ja einen. Zum einen sind wir in einem neuen Kapitel, zum anderen sind wir jetzt Stufe 20. Mal schauen, wie es hier aussieht. Hallo! Wo finde ich Lee? Da vorne ist er. Das ist ein bisschen guter Scherzbold. Wo ist er jetzt hin? Ist aber interessant, dass es wegen so programmiert ist. Normalerweise würde er ja auch neben ihm stehen, aber jetzt ist er halt gerade weg. Hätte er sein können, dass wir sagen, ah, der ist oben in seiner Hütte am blablabla, aber jetzt sagt er einfach, er ist hier. In dem Fall hat es halt gerade nicht hingehauen, aber gut. Ich will meine schwere Rüstung haben. Na gut, dann gehen wir halt erst nochmal zu Kronos hier. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Hallo! Vaturas sagte, du hättest eine Belohnung für mich. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände geben. Ich hoffe, du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung wie wir dafür. Na, Magier wollen wir nicht werden. Wo ist denn jetzt dieser Lee hin? Zumal wir ja auch noch was lernen wollen. Na gut, auf jeden Fall nochmal rasten hier. Und mal ein neuer Main Save. Ich weiß nicht mehr, wo der jetzt war. Ging der jetzt hier? Also hier waren wir jetzt natürlich noch gar nicht gewesen. Was machst du eigentlich? Sei gegrüßt. Nö. Noch besser müssen wir nicht mit einer Hand Waffen werden. Da müssen wir halt nochmal zu Laris gehen. Nicht, dass der jetzt auch abgehauen ist. Er ist noch da. Ich will mich... So, haben schon 60 Geschick auch. Achso, und wir haben ja hier noch plus 4 Stärke und Geschick. Ja, sind über 120 Stärke. Plus 10 maximales Mana. Gut, plus 10 Lebensenergie ist besser als nichts. Ah. Das haut doch auf jeden Fall mal hin.
Gut, dann müssten wir uns natürlich nochmal zu diesen Feuermagiern begeben. Was hat er uns jetzt noch gegeben? Achso, das ist jetzt immer Teleport zu den Wassermagiern. Das sollen wir dort ja mal überbringen. So, auch mal Main Save hier. Ja, geht doch noch weiter. Okay, hing das Spiel irgendwie mal kurz wieder. Na gut, aber ich würde mal fast sagen, für heute soll das erstmal genügen hier. Ja, das wäre jetzt natürlich die nächste Aufgabe. Kapitel 4 ist gestartet. Wir sollen jetzt halt diese Allianz dort auch mit diesen Feuermagiern schließen. Da sind wir jetzt natürlich dann als nächstes dahin auf dem Weg. Und ja, mal sehen, ob die sich da so einfach überzeugen lassen, hier mitzumachen. Aber naja, mal schauen, was daraus wird. Also von daher erstmal soweit. Bis dann.